ich freue mich auch. Das ist eine ziemlich dämliche Lache. Uiuiui. Und zack. Bumm. Und zack. Tschack. Und ausstoßen und rausstoßen und rausstoßen. Okay. Was ist das denn da? Sind das kleine Trolle? Die sehen ja sexy aus. Wie weit geht ihr? Okay, bis da zu der Ecke. Aber einen knackigen Arsch haben sie ja. Auch wenn die Dinger potthässlich sind. Also die rülpsen rum und lachen hin und wieder dreckig. Okay. Also so ein bisschen wie ich. Nur dass ich wesentlich heißer aussehe. What the fuck? Ich würde sogar fast sagen, ob wir eben Glück, die Dinger stoßen einen eigentlich richtig fett weg, oder? Meine Fresse nochmal. Ja, tun sie eigentlich. Ich muss mich hier teilweise echt richtig konzentrieren. In welchem Level sind wir? 5. Kommt mir vor wie 700. Aber wir haben... Was ist das denn hier? Pilze? Ich sag gar nichts mehr am besten, sonst mache ich wieder Sprüche über Drogen und Weihnachtsmann. Einer aus meinem Kurs hat mir angeboten, mir Amphetamin zu besorgen, als ich gesagt habe, ja, weil er so, boah, mir geht's nicht so gut heute, ich so, was denn los? Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, ich habe Marihuana genommen. Ich sag, ja, das ist ja nicht so schlimm. Oh, fick deine Glatze, alter schwanzlutschende Fickgeburt. So, auf jeden Fall eine Fickgeburt ist auch ein tolles Schimpfwort. Du bist durch Sex entstanden, Alter. Oh nein! Ja. Boah. Diese Pilze sind aber auch kacke. Nee, auf jeden Fall sagt er, ja, und dann habe ich noch ein bisschen Koks genommen. Und dann habe ich noch Amphetamin genommen. Ich sage, ja, es ist dann sehr verwunderlich, dass es dir heute nicht so gut geht. Das war natürlich Sarkasmus, hat auch sicher eingesehen. Auf jeden Fall meint er zunächst schon mal. Ich sage, ja, ich habe auch schon mal Amphetamin genommen gehabt. Boah, kann ich dir besorgen? Ich sage, wie viel? Das hat 10 Euro das Gramm. Da sage ich, aha. Sag dann mal, wenn du dran denkst. Ja, ja, sowas macht man nicht. Ich will euch auch nicht ermutigen, dazu nehmen. Es wäre jetzt auch ein bisschen so zu Rahmen sprengen und auch gar nicht das Thema, euch zu erklären, welche Drogen welche Nebenwirkungen haben. Und zwar wirklich alle gängigen haben ihre Nebenwirkungen, aber es ist halt tatsächlich so, dass, gut, Marihuana sehe ich nicht als Droge an. Ich meine, guckt euch Kaffee, guckt euch Zigaretten und guckt euch Alkohol an. Alle drei Dinge sind auch eine Droge, die aber erlaubt ist, dann ist ja in Ordnung, weißt du, dann ist ja in Ordnung, wenn sie erlaubt ist. Ja, weil der Staat auch dann Kohle verdient, aber alle drei haben mehr Nebenwirkungen als Marihuana. Also wenn ihr euch da mal irgendwie einen Grünen ziehen wollt, dann macht das halt, das ist nichts Schlimmes. Na und halt, das beruhigt dann ja eher. In die andere Richtung, Amphetamin geht in die andere Richtung, das macht hibbelig wie Hulle. Konzentration ist dann eigentlich im Arsch, deshalb nehme ich das auch eigentlich ungern. Aber es ist natürlich schon so, dass man tatsächlich Tage ohne Schlaf einfach auskommt, ohne auch nur annähernd sowas wie Müdigkeit zu erfahren. Nebenwirkung von Amphetamin, weil Amphetamin nennt man auch hier, ich glaube, ich weiß nicht, Crack ist es glaube ich nicht, aber Pep sagt man auch zu. Oder Speed. Ja, ich sag mal so, man wird euphorisch, man kann seine Grenzen nicht mehr wirklich einschätzen. Man ist risikobereiter tatsächlich. Man ist einfach glücklich und man hat einfach diese Leistungsgrenzen nicht mehr. Der Körper, der geht so ein bisschen eigentlich über seine Grenzen, was bedeutet, dass man eben an Nebenwirkungen am nächsten Tag auch auf jeden Fall
Muskelkater haben wird und auch sehr trockene Schleimhäute. Das wird hier über die Schleimhäute aufgenommen, das Zeug. Aber ansonsten hat das keine großen Nebenwirkungen, weil das macht auch nicht so schnell süchtig. Ui. Ich würde euch da, wie gesagt, nicht zu verführen, aber wenn ihr halt Drogen nehmen wollt, unbedingt, und ich euch da nicht von abraten kann, dann beschränkt euch bitte auf Marihuana und Amphetamin, also Marihuana für eine extrem ruhig werden und Amphetamin fürs andere extrem himmelig werden. Weil das ist zumindest etwas, wovon ihr keine wirklich großen Schäden davon tragt. Aber wie mit jeder Droge, übertreibt es nicht. Ich sag mir, ich habe da für mich gar keine Gefahr, weil ich neige nicht zur Abhängigkeit. Alles, was Koffein, Nikotin, was solche Stoffe enthält, alles kann irgendwie abhängig machen, sobald es uns glücklich macht. Das heißt, auch Computerspiele können das tun. Selbst Kinobesuche oder Sportarten könnten süchtig machen. Alles, was uns irgendwie positive Gefühle vermittelt, kann süchtig machen. Aber dann neige ich halt einfach nicht zu. Ich habe schon einiges ausprobiert. Alter, Ficke, Fuck. Und bin's nicht geworden. Deshalb habe ich da auch keine Angst vor. Aber Respekt sollte man behalten. Das heißt, ihr solltet auch jetzt nicht Unmengen an Kaffee trinken, aber in geringen Mengen senkt Kaffee sogar bestimmte Herz-Kreislauf-Probleme. Es senkt sie. Versteht ihr? So, rauchen, da kann ich euch eigentlich gar nicht von zu raten. Ihr dürft zwar hin und wieder mal eine Shisha rauchen, die ist vergleichsweise noch in Ordnung. Weil da einiges rausgefiltert wird, aber trotzdem bekommt ihr noch eine Dröhnung. Von Stoffen, die trotzdem nicht so toll sind. Also seht euch da auch ein bisschen vor. Aber an sich, sage ich mal, Rauchen, da ist auch nicht nur Blausäure, Teer und Kohlenstoffmonoxid drin, was gar nicht so gut ist. Da sind auch, oh Gott, jetzt schmeißt er uns hier ab. Sondern auch Acrylamid ohne Ende. Also da sind ganz viele Stoffe drin, die ganz schlecht sind. Also Rauchen ist wirklich etwas, das muss nicht sein, bitte nicht. Vor allen Dingen ist Tabak ja dann auch nicht so lecker. Die Leute, die sagen, dass Zigaretten schmecken, das ist nur, weil die nicht zugeben wollen, dass sie abhängig sind und fertig. Weil das schmeckt halt nicht. Weil du rauchst eigentlich nur, um dich, sag ich mal, während des Rauchens so zu fühlen wie Nichtraucher den ganzen Tag. Weil du bist dann halt nur noch abhängig. Ja, besser der Pinguin frisst uns da auf, als dass wir hier den Abgrund stürzen, weißt du. Alter Affe. Die großen Trolle, die schmeißen uns also ab. Und die Pinguine, die glitschen auf dem Bauch rum, wenn die uns sehen, okay. Ja, man muss sich das ja erstmal merken, was die Leute hier alle machen, ne? Die dämlichen Pinguine. Die haben auch eine dreckige Lache, diese Kobolde. Ja, wie gesagt, mit Alkohol natürlich auch nicht übertreiben, weil das ist nicht schön, wenn man wegen Alkohol kotzen muss. Hatte ich auch schon alles mal, aber tatsächlich nur einmal in meinem Leben. Als ich 15 Bier getrunken habe. Und seitdem nie wieder. Also das heißt nie wieder Alkohol, aber nicht nie wieder in dieser Menge. Ah, das ist aber auch so kacke mit diesen arschgefickten Wippen. Nee, jetzt lasse ich es auch. Jetzt schenke ich mir die Geschenke. Weil, dass ich dann auch mal 700.000 Millionen Leben verschenke, das sehe ich nicht ein. Und vor allem meine Zeit, da wäre ich wütend, wäre ich aggressiv bei. Kann ich gar nicht ab. Ah, dieser arschgefickte Huren, Fick, Fotze, Wix, Pizda, jetzt da koi da jubba mal bläht. Jopadrk. Bah. Bagroncha pusdu glat. Globlat. Ja. Ich kann
Kui. Ei Drugnul. Ja, genau auf deins und deiner Familie. Boah. Nein, nicht aufregen. Nicht aufregen. Ich fange mich schon wieder. La 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 la. Ist mir jetzt auch egal, dann sind ja schneller die Leben weg, weil ich ja sowieso langsam kaputt bin hier. Da da da. Schon überlegt, ob euch das vielleicht zu langweilig wird, wenn ich das wiederhole, aber komm. Solche Spiele guckt man sich doch sowieso eher wegen der Moderation an, weil eigentlich nicht passt, schaltet man weg, weil Story gibt's hier nicht, außer Weihnachtsmann spielen und Geschenke einsammeln, weil verloren. Die dann auch irgendwo hier in merkwürdigen Umgebungen, weil Toastbrot. Das ist eigentlich die Story zusammengefasst. La 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 la. So, ihr kleinen Keksköpfe, ihr könnt hier mir kurz den Arsch putzen. Mit der Zunge. Natürlich ein Mittelziel und kein Endziel. Ich habe schon akzeptiert, dass wir wieder nicht alle Geschenke einsammeln werden. Der Punkte halber nehme ich zwar hier noch alles mit, aber extra Leben können wir uns wohl abschminken. So oder so. Wenn ich sowas hier aber auch sehe, da verzichte ich tatsächlich noch gerne auf extra Leben. Also, na gut, es gibt schwierigere Sachen. Ich weiß gar nicht, ob der Teil auch kostenlos ist. Ich glaube, da ist nur die Demo kostenlos. Und auch wenn das Ganze schon 100 Jahre alt ist, müsst ihr euch, denn wenn ihr das echt spielen wollt, immer noch die Hurne arschgefickte Vollversion kaufen. Deshalb werdet ihr mir wahrscheinlich nicht sagen können, wie weit ihr hier in diesem Spiel seid, weil das sich wahrscheinlich keiner mehr kauft. Mir macht das Spaß, aber ich kann halt nicht verlieren. Ne, wenn die Leute sagen, boah, Junge, mich dazu aufregt, dann lass es doch. Das regt mich halt auf, aber jedes Spiel regt mich auf, auch die ganz tollen. Weil ich kann halt nicht verlieren. Und sobald ich irgendwo verliere, drehe ich halt am Rad. Das ist dann aber nicht Schuld des Spiels oder Schuld daran, dass es mir keinen Spaß machen würde. Das ist dann einfach Schuld, die Situation hat dann Schuld, dass mich das Schicksal gerade nicht gewinnen lässt. La, la, la. Ja, Mann, komm. Game over, du Hurenkind, Alter. Ja, was soll ich noch sagen? Ergebnis lokal eintragen, weil hochladen stürzt es ja gleich wieder ab. Ich bin der Jan. Und ich bin gerade auf Platz 6. Das ist noch relativ unbefriedigend, wenn ich sehe, wie hoch das geht. Neues Spiel, wir können jetzt aber auch direkt in den eisigen Höhen anfangen. Und danach gibt es die verschneiten Dächer oder sowas, keine Ahnung. Boah, ich muss jetzt aber auch erstmal ein Päuschen einlegen, weil ich bin gerade matschelig. Ich freue mich, wir haben heute was geschafft. Ja. Also, ich sage jetzt erstmal, macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss. Jau, hier an dieser Stelle geht's dann wann anders weiter. Ich weiß noch nicht, ob direkt morgen, aber auf jeden Fall geht's an dieser Stelle auch weiter. Das ist natürlich klar. Das Spiel werden wir auch weiterhin probieren.
Ich denke mal, da hier immer nur 4 Level vor uns liegen, dürften wir dann auch ja, ne, die nächsten 4 sowieso hinkriegen. Bis auf die verschneiten Dächer und dann den restlichen Pups. Ach komm, ne? Ja, wir versuchen es halt dann einfach. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns woanders wieder. Tödelö.